Die heutigen Lesungen bieten keine Geschichten an. Das ist immer schön, wenn es Geschichten in der Bibel gibt, wenn etwas passiert und man kann da sich Sachen rauspicken. Die Lesungen heute sind ziemlich strikt, ziemlich direkt und da gibt es keine Geschichten und das heißt, da geht es wirklich um dein Innerstes. Darum, wie du zu Gott stehst, wie deine Beziehung zu ihm ist. Und wenn man die ersten Worte der ersten Lesung hört, ist es schon ein bisschen herausfordernd. Aber es stimmt auch darauf ein, was dann später kommt. Es beginnt so, im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall zurück. Und dann die Erklärung dazu, das ist ja keine große Entdeckung. So entdeckt man die Fehler eines Menschen, wenn man über ihn nachdenkt. Also unser Gehirn, unser Verstand ist ein bisschen wie ein Sieb. Also nicht, weil es so löchrig sein mag, sondern weil es wirklich unterscheiden kann und es immer tut. Ob du willst oder nicht, urteilst du über sehr vieles. Und dieses Urteilen ist nicht immer schlecht. Wenn man nicht urteilen kann, ist man unmündig. Also damit man irgendwas machen kann, muss man einschätzen, ist es gut oder nicht gut, soll ich es machen, soll es nicht machen und so weiter. Und Jesus Sirach bringt das einfach zum Ausdruck und erinnert uns daran, du urteilst in jeder Situation und eigentlich bist du gut beraten zu urteilen. Am Ende der Lesung wird es ein bisschen krasser. Lobe keinen Menschen, ehe du ihn beurteilt hast, denn das ist die Prüfung für jeden. Und das ist schon eine harte Nuss, weil also ich habe so gelernt und ich glaube, das ist nicht falsch, dass es gut ist, Menschen zu loben. Das macht man mit kleinen Kindern, ich habe keine, aber ich weiß, wie das funktioniert. Man lobt kleine Kinder für alles Mögliche, wenn sie irgendetwas einfach gemacht haben, was nicht falsch ist, weil das gut tut. Und wie es Kindern gut tut, tut es jedem Menschen gut. Also warum steht hier bei Jesus Sirach, dass man nicht loben soll, bevor man einen Menschen nicht beurteilt hat? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Antwort darauf findet sich im Evangelium. Ich weiß, ich erzähle ein bisschen nach, was da gelesen wurde, aber da geht es wirklich um etwas sehr Wichtiges. Jesus erzählt da eigentlich verschiedene Sachen, die nicht so ganz miteinander zusammenhängen, aber wenn man es durchliest, ist es doch eine Einheit. Und das mit diesem Splitter und dem Balken, das braucht man nicht viel erklären. Aber ich möchte das in Verbindung bringen mit dem, wie meine Nachfolge aussieht. Also ich fliege jetzt letzte Zeit irgendwie ziemlich oft und weiß nicht, ob es gut ist oder nicht gut ist. Es ist einfach so. Und da gibt es immer diese Einweisung, europäische Sicherheitshinweise am Anfang des Fluges, hört sowieso niemand zu, aber es bleibt irgendwie im Gehirn stecken. Und wenn sie dann zu diesen Atemmasken kommen, heißt es, du musst zuerst dir selber die anlegen und dann den Kindern und anderen. Also die erste Regung wäre es, dass man anderen hilft, also wenn einem einer anvertraut ist, und erst dann sich selbst. Aber es nützt nichts, wenn du ohnmächtig wirst, kannst du dem Kind keine Maske anlegen. Das ist, irgendwie ist es logisch, aber unser Herz sträubt sich gegen diese Logik. Und so eine Logik ist auch hier und die hat sehr viel mit unseren Herzen zu tun. Weil jeder von uns, egal wie man lebt und wer man ist, ist auch Sünder. Und man kann unter diesem Balken und Splitter vieles verstehen, aber ich will das heute auf die Sünder hindeuten. Weil das ist so, das merke ich, es gibt so verschiedene Dinge, die die Sünde werden können in deinem Leben. Aber ich merke es, dass es gewisse Dinge in meinem Leben gibt, wenn ich sie tue,
führen sie dann irgendwann zur Sünde und es verändert sich meine Wahrnehmung. Also das, was ich lebe, was mein Herz in Anspruch nimmt, also beeinflusst und in diesem Herzen sich regt, das bestimmt das, wie ich die Menschen sehe. Und das ist nicht nur so, Jesus sagt es nicht nur so mit diesem Balken da, ja, kehre zuerst um, dann kannst du anderen sagen, wie sie zu leben haben. Also das ist der Anspruch, der auch an uns Christen herangetragen wird. Prediger, lebe, was du predigst, ne? Also für mich zum Beispiel, ist aber nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass es darum Jesus geht. Sondern er weist wirklich darauf hin, auf eine Wirklichkeit in unserem Leben, die wichtig ist. Dass wie du lebst, bestimmt deine Wahrnehmung. Und das bedeutet jetzt, was ist mein Balken in meinem Leben? Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Das können auch gute Dinge sein, die aber verhindern, dass ich meinen Bruder, meine Schwester mit den Augen Gottes sehe. Das ist das Ziel eigentlich, was Jesus hier vor Augen hat. Wenn wir andere Menschen anschauen, dass wir sie mit den Augen Gottes anschauen. Und das ist nicht möglich, solange dieser Balken nicht bei uns entdeckt ist. Also jeder von uns ist dazu eingeladen, danach zu suchen. Und mach dir nichts vor. Der ist da. Und manchmal sind es mehrere. So schön geschichtet. Ne? Wenn du einen entfernt hast, dann gibst du einen anderen und gräbst weiter und weiter und weiter. Und das nimmt kein Ende manchmal. Und das braucht dich nicht traurig machen, dass es so ist. Jesus erinnert uns daran, sei dir dessen bewusst, dass du das alles hast und entferne es, wenn es nur geht. Aber sei dir dessen bewusst, dass das, wie du die Welt siehst und die Menschen, die dich umgeben, das ist nicht so ausgedrückt, wie ich es gerne hatte, aber nicht sauber ist. Also es hat nichts damit zu tun, dass dein Blick schlecht ist, sondern er ist nicht rein, er ist nicht so wie der Blick Gottes für diese Menschen. Er ist von vielen Dingen beeinflusst und manchmal merkst du das nicht, obwohl es so groß ist. Ganz einfach, das ist besonders, wenn Leute sich Partner suchen, heiraten. Wie sehr ihre eigene Familiengeschichte das beeinflusst, wie sie mit dem anderen umgehen. Auch wie du mit deinen Freunden umgehst oder mit deinen Feinden. Es gibt verschiedene Familientraditionen, verschiedene Familiengeschichten. Manche sind echt traurig, die anderen nicht so. Aber das beeinflusst uns immer. Und das ist billige Psychologie. Du musst dir dessen bewusst werden, damit du damit arbeiten kannst, damit du das aufarbeiten kannst und so weiter. Und bei Jesus ist es nicht eine billige Psychologie, sondern es geht um dein Herz. Und deswegen sollten wir viel mehr Eifer zeigen für die eigene Umkehr als für die Umkehr des anderen. Also es geht um Prioritäten. Zuerst muss mir das ein Anliegen sein, dass ich umkehre, dass ich mein Denken ändere. Wandle, das ist die Metanoia, dieses Wandel des Denkens, wie es Paulus dann irgendwo schreibt, ich bin nicht so ganz bibelstellenfest, ist auch nicht so wichtig, aber darum geht es, dass du dein Denken über dich selber und dann auch über die anderen wandeln kannst, ändern kannst. Und wenn du in so einer Haltung lebst, dann bist du dazu berufen, das zu tun, was am Ende des Evangeliums steht. Zu schauen, welche Früchte da kommen in deinem Leben. Und wenn schlechte Früchte in deinem Leben kommen, ja,
Da muss man sich fragen manchmal, was bewirkt es, dass ich, also ich meinem Leben schlechte Früchte trage. Bin ich ein böser Mensch oder beeinflusst es etwas anderes? Was ich eigentlich sagen will: Gott, also wenn man das wirklich ernst nehmen sollte mit diesen Früchten, ja, stell dir vor, Gott ist da und er schaut auf die Früchte in deinem Leben. Und wenn du ehrlich bist, nicht alles, was du hervorbringst, ist eine gute Frucht. Es gibt sicher Gutes in deinem Leben. Aber nicht alles, was ich mache, kann ich sagen, ist gut. Und wenn man ehrlich ist und diesen Worten folgt, dieser Logik, dann würde es bedeuten eigentlich, dass ich irgendwo im Herzen auch böse bin und dass Gott das verurteilt. Und wenn ich mir so Gott vorstelle, also er will mit dem Bösen nichts zu tun haben, also eigentlich würde es heißen, Gott schließt mich da aus. Ja, raus. Weg mit dir. Aber wenn man die Botschaft der Bibel liest, ist es eine andere Botschaft. Also sie erzählt von einem anderen Gott, der uns Menschen liebt, bis geht nicht mehr. Und er schließt keinen aus. Laut dieser Logik bringen wir in den Augen Gottes dann nur gute Früchte. Und jetzt ist die Frage, ist Gott blind oder keine Ahnung was, dass er das nicht sieht? Und meine bescheidene Theorie ist, dass Gott sich die Bohne für deine Sünden interessiert. Und für meine hoffentlich auch. Gott ist wie eine Mutter mit einem kleinen Kind oder wie Vater mit einem kleinen Kind. Das Kind stellt immer Blödes an. Aber die Eltern können normalerweise nicht anders, außer sie sind psychisch krank. Das ist so meine Einschätzung. Sie werden immer das Gute in dem Kind sehen. Sie können nicht anders. Und das Gute, was sie sehen, macht sie blind. Wie urteilt Gott? Wie urteile ich? Und das ist gut, das zu vergleichen, damit man auch ein Maß hat, wo man hin will. Wir sind dazu berufen, wie Gott zu werden. In unserem Denken, in unserem ganzen Leben, Christus ähnlich zu werden. Und das bedeutet, unsere Berufung ist es. Man soll sich nicht dumm stellen, aber unsere Berufung ist es, das Gute im anderen zu sehen und danach zu handeln, umzukehren, immer zuerst ich und nicht der andere. Und umkehren bedeutet, sich um ein tugendhaftes Leben bemühen. Also das ist ein bisschen altmodisch, aber ich glaube nicht, dass es etwas Falsches ist. Und dass wir deswegen auch die Menschen loben dürfen, entgegen der Weisung der ersten Lesung. Weil wir müssen sie nicht beurteilen und prüfen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Gott das macht, so wie wir das verstehen. Sondern ich ahne, dass seine Prüfung und sein Urteil über uns so ist, wie das Urteil und das Prüfen der Eltern über ein kleines Kind, das sie nur lieben. Ich hoffe, das ist nicht zu widersprüchlich, was ich hier sage. Aber ich glaube, man muss diese Botschaft immer im Kontext der ganzen Bibel lesen. Weil wenn du nur diese Texte so nimmst, wie sie hier stehen,
kommt man sehr schnell zu falschen Schlüssen. Dass man andere ausschließt, weil dieser Kerl hat echt einen Balken und ich kann nicht anders, als seine Früchte zu schauen und ich sehe nur Schlechtes, dann wird er ausgeschlossen. Und Christus ähnlich zu werden bedeutet, sich hinunter zu bücken zu dem Trottel, der Mist gebaut hat, der vielleicht nicht anders kann, und ihn zu lieben. Und ich weiß nicht, was härter ist, ne? Also härter ist. Dieses über andere urteilen und sich darum zu bemühen, dass ich gut urteile, oder es eher so zu machen, wie Gott es mit uns macht. Zumindest wie ich das verstehe. Dass Gottes Urteil einer ist über dein und mein Leben. Du bist gut. Und die Früchte in deinem Leben, die ich sehe, sind gut. Gott macht sich blind für das Schlechte. Nicht, dass er nichts sehen will oder dumm ist, sondern warum soll er das anschauen, wenn er in deinem Leben so viel Gutes sieht? Versuch, in der Fastenzeit so hineinzugehen. Also die beginnt jetzt am 2-3 Tagen, je nachdem, wie man rechnet. Und wie du in diese Fastenzeit reingehst. Weil wenn man auf etwas verzichtet, hat es manchmal seine Wirkung, nicht immer, aber relativ oft, dass man irgendwie so verbissen ist, ne? Weil man dann es eh nicht so schafft, wie man es gerne hätte. Und dann wird man zu anderen Menschen hart. Versuche so ein Herz zu haben, dir zu bewahren durch die Fastenzeit, wie Gott es hat. So ein weiches, elterliches Herz, das nur lieben kann, sich der Sünden des anderen und der Fehler des anderen wohl bewusst ist, aber das nicht zum Maß macht.